Geehrter Herr Bundeskanzler Scholz, sehr geehrte Ministerinnen, sehr geehrte Minister, als Organ der kommunalen Selbstverwaltung gilt unsere ganze Aufmerksamkeit dem Lebensumfeld unserer Bürgerinnen und Bürger, der Bereitstellung der sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Infrastruktur. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine löste nahezu unmittelbar eine Eskalationsspirale aus, die sich immer schneller dreht und droht, zu einer umfassenden globalen Krise zu werden. Völlig anders als bei allen sonstigen Konflikten gibt es seitens der Bundesregierung keinerlei wahrnehmbares Bemühen um Diplomatie. Allein Waffen und völlig entfesselte Sanktionsmaßnahmen sollen diesmal das alleinige Mittel der Wahl sein. Eine forcierte militärische Aufrüstung geht damit einher. Eine Politik, die sich darauf versteift, dass es nur eine militärische Lösung dieses Konfliktes geben könne, nimmt Tod und Zerstörung, vor allem für zigtausende Unbeteiligte und Unschuldige, billigend in Kauf. Die Folgen der gegen Russland gerichteten Sanktionspolitik schlagen mittlerweile auch spürbar auf uns zurück. Energie- und Nahrungsmittelpreise steigen mit zunehmender Rasanz. Der historische Anstieg der Erzeugerinnen- und Erzeugerpreise in Höhe von 45,8% im August zeigt an, dass die für September prognostizierte Inflation von 10% lediglich eine Zwischenstufe auf dem Weg zu neuen Rekorden sein wird. Die nun markig als Doppelwumms angekündigten Stabilisierungsmaßnahmen in Höhen von 200 Milliarden Euro lösen das grundsätzliche Problem nicht. Die Meldung über endgültige Betriebsschließungen und Insolvenzen häufen sich vielen bereits durch die Pandemiepolitik gebeutelten Gewerbetreibenden geht nun endgültig die Luft aus, aufgrund hoher Kosten bei gleichzeitig einbrechendem Umsatz. Der Umfang des Gesamtschadens ist unabsehbar. Die Arbeitslosigkeit wird explodieren. Gleichzeitig steigt die Zahl der Flüchtlinge. Die Sozialsysteme sind jetzt schon völlig überlastet. Daraus folgende soziale und politische Unruhen sind zwangsläufig. Alle weiteren Entwicklungen sind absehbar, ohne dass damit den Menschen in der Ukraine geholfen ist. Wir rufen Sie daher dazu auf, alles zu unterlassen, was diesen Krieg verlängert, und alles dafür zu tun, dass die Waffen schweigen, sowohl im Waffenkrieg als auch im Wirtschaftskrieg. Schließen möchten wir mit den Worten Willy Brandts, die nichts an ihrer Gültigkeit verloren haben. Der Frieden ist nicht alles, aber alles ist ohne Frieden nichts. Vielen Dank. Ah ja.